Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal nicht, wie angekündigt, die Survival-Armbrust an, denn heute geht's um The Survival of the Crossbow, also um das Überleben der Armbrust. Warum die Armbrust auf dem Spiel steht und was du jetzt tun kannst, erfährst du in diesem Video. Ach ja, 2023 wird echt spannend. Was da alles so zu erwarten ist, das habe ich ja hier schon einmal erzählt. Aber was ich dir noch gar nicht erzählt hatte, im Jahr 2023 sind in Hessen Wahlen. Wahnsinn, oder? Naja, und weil Wahlen in Hessen sind, werden Armbrüste und Schreckschusswaffen jetzt erlaubnispflichtig. Macht Sinn, oder? Naja, Frau Nancy Faeser freut sich schon sehr auf diese Hessenwahlen. Logisch, denn wenn sie jetzt eine gute Figur als Innenministerin macht, dann hat sie da sehr gute Chancen. Und was machen Innenminister und Innenministerinnen so? Naja, sie kümmern sich unter anderem auch um die Sicherheit im Land. Und die ist, wie ihr alle wisst, ja schwerstens gefährdet. Falls ihr es mitbekommen habt, es gab eine Gruppe älterer Herrschaften, die den Reichsbürgern angehört, und die hatten einen Umsturzplan geschmiedet. Und in letzter Minute konnte das Ganze verhindert werden. Glücklicherweise waren auch alle Kameras und Medienvertreter dabei und konnten das Ganze live mitverfolgen. Die wurden nämlich vorher schon informiert. Ja, und bei diesen Damen und Herren, zweifelsfrei Spinner, die meinen, sie können König spielen, wurden halt auch einige Waffen gefunden. Darunter auch mindestens eine Armbrust. Eine erlaubnisfreie Waffe. Und deshalb ist ja auch klar, dass Armbrüste ab jetzt unter Erlaubnispflicht gehören, oder? Naja, wegen so ein paar Spinnern finde ich eigentlich nicht, dass man die ganze Armbrustszene unter Generalverdacht stellen sollte. Also erstmal ist die Armbrust ein Bogensportgerät mit wirklich Tradition. Da reicht schon ein Blick nach Bayern. Ich bin kein Rechtsbürger. Ich bin weder rechts noch links und erst recht nicht radikal. Ich bin ein ganz normaler 26-jähriger, gesetzestreuer Bürger aus der Mitte der Gesellschaft. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier diskriminiert. Und das im Woken 2023. In Deutschland. Ich strebe sportliche Ziele an. Ich möchte auf Meisterschaft gehen. Nicht jetzt, aber in ein paar Jahren. 30, 70 Meter freistehend. Dafür trainiere ich gerade mit der Excalibur. Aber dann habe ich doch ein Bedürfnis. Wo ist denn das Problem? Na, dazu kommen wir später nochmal. Aber erstmal, nicht das Gesetz sorgt für Sicherheit, sondern wie man das Gesetz umsetzt. Das merkt man auch schon im Alltag. Nur weil zum Beispiel Stehlen verboten ist, heißt es nicht, dass das nicht passiert. Mir, nur mir, wurden in den letzten 30 Tagen Gegenstände im Wert von über 3000 Euro gestohlen. Und das, obwohl es verboten ist. Lange Geschichte, ich hatte iPhones bestellt und bezahlt, die sind aber nicht angekommen. Ja, und jetzt sitze ich da so. Zweifelsfrei im Recht, die Gesetze geben mir Recht, aber ich muss jetzt erst einmal den langen Rechtsweg bestreiten. Aber das wird schon. Wir sind ja hier in einem Rechtsstaat. Aber dieser Fall zeigt das schon. Kriminelle halten sich nicht an Gesetze. Deswegen sind es ja Kriminelle. Neue Gesetze machen in erster Linie nur eins. Sie kriminalisieren Bürger, teilweise über Nacht, die sich jahrelang an Gesetze gehalten haben. Plötzlich werden dann gewisse Dinge verboten. Dinge, die wirkliche Kriminelle nicht interessieren. Denn sind wir mal ehrlich, eine Armbrust ist doch für Kriminelle völlig ungeeignet. Viel zu groß, klobig, zu sperrig, viel zu langsam und keine bzw. kaum Magazinkapazität. Und jetzt kommen wir nicht mit der Vlad. 8 Schuss im Magazin, einzeln zu repetieren, das ist doch für einen Kriminellen total irrelevant. Das interessiert gar keinen Kriminellen. Kriminelle, aber vor allem auch Angehörige der organisierten Kriminalität, nutzen am liebsten vor allem klein, schnell, kompakt, großkalibrig und sehr viel Schuss im Magazin. Am besten also eine vollautomatische Scorpion. Die passt dann auch mal eben ins Handschuhfach, im Gegensatz zu einer Armbrust. Der überwiegende Großteil von Straftaten im Zusammenhang mit Schusswaffen geschieht mit illegalen Schusswaffen. Waffen, die also sowieso schon verboten sind. Verhindern können diese Gesetze die Straftaten offensichtlich nicht. Ja, und dann waren da noch die Ausschreitungen in Berlin und aber auch in anderen Teilen von Deutschland. Auch hier bei mir. MV hat förmlich gebrannt. Ich kenne das Medinghofenviertel seit meiner Kindheit. Ich bin da zur Schule gegangen. Ich kenne den Sumpf und weiß genau, was da abgeht. Und glücklicherweise kann ich sagen, ich bin in diesem Sumpf niemals versunken. Und auch hier kann ich dir sagen, Kriminelle halten sich nicht an Gesetze. Und das fängt da beim Drogenhandel an und endet dann mit einer Sammlung illegaler Waffen. Im besten Fall auch noch vergoldet.
obwohl es verboten ist. Oder vielleicht gerade, weil es verboten ist. Weil, dann ist man cool. Dann kann man ja viel besser zu den großen Onkels connecten. Am besten bist du gar nicht gesetzestreu, weil sonst bist du ein 31er. So, und in so einem Viertel feiern wir jetzt Silvester. Ich kann es echt nicht empfehlen. Ich habe das einmal gemacht, das ist mir vor Jahren einmal passiert und ich sage dir, das wird mir nie wieder passieren. Ist auch völlig klar, dass das eskaliert. Und das ganz ohne Waffen. Hier wurden Mülltonnen, Hecken und Autoreifen angezündet. Außerdem wurden Rettungskräfte angegriffen. All das ist fürchterlich und logischerweise verboten. Aber trotzdem ist es passiert. Pyrotechnik wurde aus Schreckschusswaffen auf der offenen Straße abgeschossen. Teilweise auf Häuser, aber im schlimmsten Fall auch auf offen stehende Fenster. Das ist absolut verboten. Und trotzdem ist es passiert. Ich habe keine Schreckschusswaffe und selbst ich weiß, dass das verboten ist. Und da verstehe ich nicht, was da los ist. Wenn so etwas passiert, wird doch eigentlich der einzelne Täter bestraft, oder nicht? Wir haben doch sogar ein Gesetz dafür. Bis zu 10.000 Euro Strafe. Aber aus erster Hand weiß ich, dass das sehr, sehr oft nicht passiert ist. Und jetzt werden über ein Gesetz alle Leute bestraft, die irgendwas mit diesen potenziell gefährlichen Gegenständen zu tun haben. Ist das nicht der völlig falsche Ansatz? Schauen wir uns dazu mal die Zahlen an. Nur 0,2% aller Straftaten in Deutschland werden mit Schusswaffen begangen. Und nur 0,00008% davon mit legalen Schusswaffen. Ich bin der Meinung, wir haben genug Gesetze. Sie müssen nur korrekt angewendet werden. Und da gibt es einige konkrete Beispiele, die das schon belegen. Meine iPhones, Silvester, aber auch der tragische Fall von Hanau. Hier war schon lange klar, dass die Person nicht dazu geeignet ist, Schusswaffen zu besitzen. Und dennoch ist nichts passiert. Er durfte die Waffen einfach weiter behalten und konnte so seine schreckliche Tat begehen. Die Behörden waren schon lange informiert und haben einfach nicht schnell genug gearbeitet. Und dabei hatten sie jahrelang Zeit. Ich bin der Meinung, dass Frau Faeser hier ansetzen muss. Die Behörden müssen vernünftig ausgestattet sein. Für Arbeitnehmer wieder attraktiv sein. Und sie dürfen keine Zeit auf staubige, alte und bürokratische Prozesse verschwenden. Warum gibt es in Behörden keine Automatisierung, keine Prozessoptimierung und vor allem noch immer keine richtige Digitalisierung? Excuse me, wir haben mittlerweile sogar 2023. Es wird Zeit, dass Behörden schlanke Prozesse einführen. Digital und vernetzt. Ich weiß, wie steinzeitlich so manche Behörde arbeitet. Und da kann ich euch sagen, das ist auch nicht gut fürs Employer Branding. Weil wer will bitte in 2023 so arbeiten wie in 1998? Ich nicht. Und viele andere auch nicht. Deswegen ist mein Job im Internet. Als Ad-Manager bekämpfe ich aktiv den Fachkräftemangel. Vielleicht können wir da mal ins Gespräch kommen. Weil eigentlich gibt es gar keinen Fachkräftemangel. Es gibt nur reichlich unattraktive Stellen und sehr schlechtes Employer-Branding. Aber zurück zum Thema. Wir haben also total überforderte Behörden und keinen Ausblick auf Besserung. Meine Hoffnung, dass sich da was ändert, ist eigentlich diese neue, junge und dynamische Regierung gewesen. Aber wie es aussieht, wird nichts besser. Viel schlimmer noch. Es wird schlimmer. Die geplante Verschärfung des Waffenrechts würde Behörden förmlich lähmen. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Lähmung dieses brüchigen Systems. Erst recht nicht, wenn es um potenziell tödliche Gegenstände geht. Denn das ist das, was passieren wird, wenn das umgesetzt wird, was angestrebt ist. Über Nacht würden Millionen Armbrustnutzer in Deutschland kriminalisiert werden. Der Besitzer muss nun einen kleinen Waffenschein beantragen, vielleicht sogar eine WBK, und als Erstantragsteller bekommt er auch noch eine MPU reingedrückt. Millionen Bürger müssen jetzt über Nacht eine MPU machen. Wie soll das bitte funktionieren? Diese Gesetzesänderung würde nicht nur die Behörden, sondern auch das bereits durch Corona angeschlagene Gesundheitssystem weiter belasten. Das ist doch völlig absurd. Eine unnötige Belastung für Waffenbehörden, Gesundheitsämter und die Psychologenbranche. Ohne, dass sich an der Sicherheit irgendetwas zum Positiven ändert. Das kann doch nicht im Sinne der Innenministerin sein, oder? Deswegen appelliere ich an die neue, junge und dynamische Bundesregierung. Bündelt eure Ressourcen auf die Durchführung und Optimierung der aktuellen Gesetze. Ein solcher Rundumschlag, den ihr da vorhabt, würde nur tausende neue Baustellen aufreißen. Die alten bürokratischen Prozesse müssen einfach schneller und schlanker werden. Daran führt kein Weg dran vorbei. Und wenn ihr es nicht macht, wer macht's denn dann? Die CDU? Ganz sicher nicht. Und hier ist besonders Nachhaltigkeit gefragt. Ihr seid also genau die Richtigen für den Job. Hier könnt ihr die Zukunft gestalten.
Ladet doch nicht noch mehr Aufgaben auf die überforderten Ämter. Die würden doch einfach nur zusammenbrechen. Das bringt nichts. Aber was können wir jetzt machen? Ich bin der Meinung, wir sollten uns mitteilen. Wir Armbrustschützen haben kaum eine Lobby. Jeder Einzelne ist gefragt. Am besten mit einem Brief ans BMI. Und hier kommt der VDB ins Spiel. Der Verband Deutscher Büchsenmacher. Denn der hat diese Kampagne aufgesetzt. Der VDB stellt euch seinen Briefgenerator zur Verfügung. Ihr tippt den Text ein, der VDB druckt den Brief, verpackt den Brief, frankiert den Brief und verschickt den Brief. Im besten Fall sogar als Einschreiben. Und das Beste für VDB-Fördermitglieder, wie mich, das Ganze kostet nur 3 Euro im Monat, ist der ganze Spaß kostenlos. Nicht-Fördermitglieder sollten jetzt mal ganz schnell Mitglied werden. Klick dazu hier. Wie gesagt, 3 Euro im Monat und die Jungs setzen sich für dich ein. Aber auch als Nicht-Fördermitglied hast du die Möglichkeit, so einen Brief zu verfassen. Denn viele Firmen aus der Branche haben extra Geld für dieses Unterfangen gespendet. Darunter auch die Firma Gogan von Jörg Sprabe mit ca. 5000 Euro. Also los, worauf wartest du? Klick hier und versuch dein Glück, auch ohne Fördermitgliedschaft einen Brief zu versenden. Und wenn du Fördermitglied bist, dann jetzt aber los. Wenn dir irgendetwas an dem Thema liegt, dann solltest du jetzt aktiv werden. Teil dem BMI doch einfach mal mit, warum du glaubst, dass eine weitere Verschärfung keinen Sinn macht. Ja, und da das BMI eine Behörde ist, muss dein Brief auf jeden Fall gelesen werden und eigentlich auch beantwortet werden. Wer weiß, vielleicht sind wir so viele Leute, dass wir es schaffen, dem BMI einmal zu zeigen, was passiert, wenn eine Behörde überlastet ist. Das wäre doch mal eine interessante Simulation. Also, liebes BMI, das, was jetzt bei euch passieren wird, aber in groß, also so richtig groß, würde jetzt bei allen Waffenbehörden, Gesundheitsämtern und Psychologen los sein. Das darf nicht sein. Und das muss verhindert werden. Und da setze ich zusammen mit dem VDB auch vor allem auf die FDP. Wir sammeln Unterschriften, ganz freiheitlich und demokratisch, damit die FDP sehen kann, wie viele potenzielle Wähler hier auf dem Spiel stehen. Liebe FDP, lass uns bitte nicht im Stich. So, und du, lieber Zuschauer, lass uns auch nicht im Stich. Klick jetzt auf den Link und verfass dein Schreiben. Falls du noch kein Fördermitglied bist, wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn. 3 Euro im Monat. Das ist weniger als ein schwarzer Steambo-Pfeil im Monat. Und ich denke, so viel sollte dir dein Hobby wert sein. Tja, ich hoffe, es war spannend, weil das war's für heute. Schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was du von dem ganzen Thema hältst und ob du auch schon aktiv geworden bist. Was hast du in deinen Brief reingeschrieben? Oder hast du noch gar keinen Brief geschrieben? Wenn nein, warum hast du noch keinen Brief geschrieben? Schreib das bitte mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und dann schauen wir uns wirklich mal die Steamboat-Dinger Survival an. Versprochen. Hier. Bei Mag. Modern Archery German. Und hier ist die Survival. Noch ist der Bogen nicht drin, aber den setzen wir jetzt mal schnell ein. Das hier ist ein TD-System, also ein Takedown-System. Das wird so nicht ausgeliefert, das haben wir selber so umgebaut. Und das seht ihr dann auch im nächsten Video, wie man das umbaut. Da gibt es nämlich einfach ein Tuning-Kit. So, damit wir was sehen, machen wir jetzt auch mal die Klappen auf. Wunderbar. So, und wir schießen einfach mal eine kleine Runde mit den Botkins. Hier im Sitzen, ihr wisst eigentlich, schieße ich nicht im Sitzen, sondern im Stehen. Aber gut, für dieses kleine Video bleiben wir jetzt auch mal sitzen. Ich muss sagen, sie ist schon wirklich sehr, sehr genau. Das gefällt mir sehr gut. Und ja, es ist von der Spannbarkeit, es ist natürlich wie eine Tactical. Und eigentlich fällt es sogar noch leichter, weil man ja jetzt hier diesen längeren Hebel hat zum Repetieren. Ja, und durch diesen Fußtritt kann man natürlich auch das Ganze wie eine Original Wilhelm Tell Armbrust quasi spannen, indem man es auf den Boden setzt. Ich muss aber sagen, das ist gerade bei diesem Wurfarm hier nicht notwendig. So,